Ich heiße euch alle herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung. Links neben mir sitzt die Janine Wissler, sie ist Politikwissenschaftlerin, Abgeordnete des Hessischen Landtages und dort auch Fraktionsvorsitzende und auch stellvertretende Parteivorsitzende. Also ich finde ja, was angesichts der momentanen Situation auf jeden Fall schon als erstes nötig ist, finde ich, ist Empörung. Ich finde, es gibt viel zu wenig Empörung darüber, was eigentlich gerade passiert. Wir haben im ersten halben Jahr, in diesem Jahr, gab es im Durchschnitt 3 Übergriffe auf Flüchtlingsunterkünfte pro Tag. 3 pro Tag. Es wurden Häuser angezündet, in denen Menschen geschlafen haben. Also was wir im Moment erleben, ist doch ein sprunghafter Anstieg von rechter Gewalt, von rechtem Terror. Und da finde ich sozusagen, ist doch irgendwie nichts Neues und hat schon immer gegeben, glaube ich, ist nicht die Antwort, die wir jetzt brauchen, sondern ich glaube, wir brauchen eine Empörung und eigentlich einen Aufschrei darüber, welche rechte Gewalt in diesem Land tagtäglich da ist und wie wenig Aufmerksamkeit das eigentlich hat und wie wenig das eigentlich diskutiert wird, welches Ausmaß diese Gewalt hat. Und natürlich ist es richtig, dass in Deutschland rechte Gewalt kein komplett neues Phänomen ist. Selbstverständlich ist es das nicht. Und natürlich hat auch rechter Terror in Deutschland eine Tradition, ja, und zwar auch nach 1945. Also sowas wie das Attentat auf das Oktoberfest, ja, aber auch Wehrsportgruppe Hoffmann und wie sie alle heißen. Natürlich gibt es eine lange Geschichte rechter Gewalt und rechten Terrors in Deutschland. Aber umso wichtiger ist doch deutlich zu machen, oder umso wichtiger ist doch, dass das jetzt endlich wahrgenommen wird, dass es ernst genommen wird. Und deswegen glaube ich, sollten wir uns, es hilft nicht, hysterisch zu werden, das ist keine Frage. Aber ich finde, wir müssen schon deutlich machen, dass es eine große Gefahr ist, wenn wir eine solche Zunahme an rechter Gewalt haben und gleichzeitig eine Partei, die offen rassistisch auftritt, deren Hauptprotagonistin fordert, auf Menschen zu schießen, einer ihrer Protagonisten Abwandlungen über biologistischen Rassismus macht und diese Partei damit bis zu 24% gewählt wird. Also da finde ich, sollte man in der Empörung nicht runterfahren, sondern eigentlich deutlich machen, dass es eigentlich, ja, dass es eine Bewegung dagegen braucht, dass es eine Dringlichkeit gibt und dass für die Menschen, die tagtäglich von rechter Hetze, von rechter Gewalt betroffen sind, dass für die es natürlich einen Unterschied macht und für die natürlich es spürbar ist, dass die Situation sich da verändert hat. Und deswegen finde ich, also auch gerade der Hinweis, dass die AfD sich eben nicht darauf beschränkt, dass sie einfach in Parlamenten irgendwelche Anträge stellt, sondern sie setzt natürlich auch auf gesellschaftliche Mobilisierung. Sie mischt mit bei Pegida. Oder erinnert euch an Connewitz, wo ein AfDler mit daran beteiligt war, da zu mobilisieren, dass Menschen aus dem Bus nicht aussteigen dürfen. Menschen, die gerade eine lange Flucht hinter sich hatten und Familien über Stunden hinweg in einem Bus eingeschlossen wurden. Gut, die sächsische Polizei hat es danach geschafft, dass gegen die Businsassen ermittelt wurde und nicht gegen die Rechten. Auch das ist Teil des Problems. Also von daher glaube ich, die Gefahr muss man schon sehr, sehr klar benennen, gerade weil, ja, und das wissen wir spätestens seit NSU, dass auf die sogenannten Sicherheitsbehörden in diesem Land ja nun leider kein Verlass ist im Kampf gegen rechts. Und ich finde, wenn wir die Ursachen analysieren, also natürlich finde ich, müssen wir die Ursachen analysieren, einfach um Gegenstrategien überhaupt entwickeln zu können. Und die Frage ist ja richtig, warum hat die AfD Zulauf? Und da finde ich, natürlich kann man erstmal sagen, dass ein Teil dieser AfD-Wähler, dass es immer einen gewissen Prozentsatz natürlich von Menschen gab, die ein geschlossen rechtes Weltbild haben. Die haben mal die Reps gewählt, die haben die NPD gewählt, die wählen jetzt die AfD. Das ist ein gewisser Prozentsatz, den wir auch nicht über Argumente überzeugen werden. Aber der Zulauf, den die AfD hat, geht ja weit über die Menschen hinaus, von denen man in der Vergangenheit wusste, dass sie ein geschlossen rechtes Weltbild haben und Parteien wie die Reps oder die NPD gewählt haben. Und ich bin ein bisschen sehr vorsichtig, daraus ein Bildungsproblem zu machen. Weil wir stellen ja, also natürlich ist antifaschistische Bildungsarbeit total wichtig. Aber ich glaube, dass die AfD nicht in allererster Linie ein Bildungsproblem nur ist. Das sieht man an den AfD-Spitze, das sind alles Hochgebildete sowieso, das sieht man aber auch an den AfD-Wählern.
Also wir haben zum Beispiel ja nicht nur die Situation, dass prekäre, erwerbslose, abgehängte, ja, die oder Menschen mit niedrigem Bildungsgrad jetzt die AfD wählen, sondern wir haben beispielsweise bei der Kommunalwahl in Hessen hat die AfD oft in den Villenvierteln total abgeräumt. Ja, also wo jetzt doch der Zugang zu höherer Bildung zumindest da ist. Also deswegen würde ich es nicht zu einem alleinigen, also würde ich das Bildungs-, also nicht das Bildungsproblem, ich glaube, wir lösen es nicht allein über Bildung, so wollte ich sagen. Ja? Sondern ich glaube, dass gerade dieser, so wichtig natürlich Bildungsarbeit, antifaschistische Bildungsarbeit ist. Natürlich finde ich auch wichtig, deutlich zu machen, dass Krise und Unzufriedenheit, und das habe ich aber auch in meinem Eingangsstatement schon gesagt, überhaupt nicht automatisch dazu führt, dass sich Dinge nach rechts entwickeln. Überhaupt nicht. Also es gibt genug Beispiele in der Geschichte, wie Unzufriedenheit, wie Unmut eben dazu geführt hat, dass Menschen Revolutionen gemacht haben, dass Menschen aufgestanden sind und und progressive Gesellschaften sich danach entwickelt haben. Von daher gibt es da überhaupt keinen Automatismus. Das finde ich schon wichtig, das deutlich zu machen. Aber ich finde, die Frage ist ja, und da fand ich sehr wichtig, was du gesagt hast, also wie kann man Unmut auch kanalisieren und wie kann man Unmut aufnehmen? Und dass Menschen heute einen Unmut haben über die herrschenden Verhältnisse, das Gefühl haben, es ist überhaupt nicht demokratisch. Irgendwie, ich wähle Parteien, die machen das Gegenteil von dem, was ich eigentlich will. Die meisten AfD-Wähler sagen ja auch, die wählen die AfD aus Enttäuschung über die anderen Parteien und nicht, weil sie so davon überzeugt sind. Ja, sondern weil sie halt wirklich, wie Frau Petri das jetzt gerade ausgedrückt hat, Frau Petri hat ja gesagt, wir wollen der politische Mittelfinger sein, dem man, den politischen Stinkefinger, dem man den Gegner zeigt. Und Leute das Gefühl haben, sie werden überhaupt nicht gehört in ihren Anliegen und dass irgendwas grundsätzlich schiefläuft. Und ich glaube, unsere Aufgabe ist es nicht, den Menschen die Wut auszureden und zu sagen, nee, läuft alles prima hier, sondern eben an diesem Unmut der Menschen anzuknüpfen, aber deutlich zu machen, wer die Verantwortlichen dafür sind. Und deutlich zu machen, wo Demokratiedefizite sind, wo ein Problem ist in der Verteilung und wo ein Problem ist eben auch in den Eigentumsverhältnissen, so wie wir sie heute haben. Und da finde ich, ist halt, ich sag mal, in Teilen die Antwort, die auf Rechtspopulismus gegeben wird, finde ich halt eine total schwierige, also eine total, ist eine total falsche. Ich war jetzt in Österreich dieses Jahr Bergwandern, aber das ist egal, deswegen war ich in diesen Bergdörfern eher, da mag es sein, dass der Hofer mehr plakatiert hat als Van der Bellen, aber ich habe die Plakate gesehen. Und die FPÖ plakatiert den Spruch, Macht braucht Kontrolle. Ja, also ein Spruch, wo ich sagen würde, der steht auch, also dem würde auch die Linken durchaus anstehen. Macht braucht Kontrolle. Und was plakatiert der andere Kandidat Van der Bellen dagegen, um quasi dem Rechten das Wasser, also um den Kabalkampf gegen den Rechten zu gewinnen, der plakatiert für unser geliebtes Österreich. Und er plakatiert für das Ansehen Österreichs in der Welt. Das ist also die, und ich glaube, wenn man so einen Wahlkampf führt, ja, wo man dem Rassismus der FPÖ überhaupt nichts entgegensetzt, sondern der FPÖ quasi überlässt, einen Unmut über die gesellschaftlichen Verhältnisse zu formulieren, ja, und dann andersrum, also so mit so einem Patriotismus antwortet, unser vielgeliebtes Österreich, so glaube ich, wird man den Rechten das Wasser eben gerade nicht abgraben. Und ich glaube, dass die Schwierigkeit ist eben auch, und das wurde ja auch angesprochen, am Ende sind es natürlich auch die Geister, die man selber gerufen hat. Wenn man halt jahrelang versucht, den Unmut der Menschen auf Migranten, Muslime und Flüchtlinge zu lenken, damit sie ihren Unmut nicht, sich nicht auf die Herrschenden lenkt, dann darf, wenn man das jahrelang macht, wie das ja eine ganze Menge getan haben, dann darf man sich am Ende nicht wundern, wenn das eben auch in die Köpfe einsickert und wenn Leute dann Parteien wählen, die eben rassistisch sind. Und ich glaube, bei der AfD ist es natürlich auch so, dass genau dieser Rassismus natürlich auch ein Stück weit als ein Kitt wirkt. Also auch ein Kitt in ihrer Wählerschaft, die ja in Teilen überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Die einen, die Wohlstandschauvinisten sind und Bürgerliche und die anderen, die erwerbslos sind. Und dass da der Rassismus, dieses wir gehören irgendwie zusammen zu einer, ja, der Nationalismus und der Rassismus da eben auch als das verbindende Element eben in dieser AfD-Wählerschaft ist. Und ich glaube, ich will jetzt diese Debatte, Linkspopulismus führt die mal am Wochenende, finde ich eine spannende Debatte. Ich finde nur, manchmal muss man auch ein bisschen aufpassen, dass, also die Welt ist ja auch immer nicht so furchtbar kompliziert, wie das gerne Menschen erklärt wird. Ich bin da total dafür, dass man Dinge komplex sieht und dass man das differenziert und so. Aber manchmal habe ich auch das Gefühl, den Leuten wird erzählt, die Welt ist so kompliziert, ihr könnt da gar nicht mitreden. Das ist alles so komplex, ihr könnt euch gar kein Bild drüber machen. Und ich meine, so ein paar einfache Dinge gibt es. Ich meine, dass 62 Menschen auf dieser Welt so viel besitzen wie die andere Hälfte der Menschheit, finde ich jetzt relativ einfach.
Ja, also es drückt relativ einfach aus, wie die Besitzverhältnisse auf dieser Welt sind. Und deswegen finde ich, dass man Menschen nichts Falsches erzählen soll. Man soll auch keine verkürzten Wahrheiten erzählen. Aber ich finde, einfach Wahrheiten, wie sie sind, auch auszusprechen und zuzuspitzen und nicht den Menschen zu sagen, ist alles so kompliziert, lasst mal am besten die Gebildeten und die Eliten ran, das alles zu machen. Das finde ich durchaus, das finde ich schon richtig, dass man da auch Dinge zuspitzt. Und ich habe auch manchmal das Gefühl, dass Dinge besonders komplizierte Namen haben. Ich meine, ich bin Mitglied eines Parlaments, also ich habe manchmal das Gefühl, dass Gesetze auch immer extra komplizierte Namen haben, damit keine Sau durchsteigt, was da eigentlich da verborgen ist und kein Mensch weiß, jeder davor zurückschreckt, sich damit zu beschäftigen. So, zuletzt, wie geht man mit Menschen um, die kein geschlossenes rechtes Weltbild haben, aber die zugänglich sind für rassistische Parolen? Das ist ja mehrfach angesprochen worden. Ich finde es richtig, mit Leuten Diskussionen zu führen und ihre Argumente zu widerlegen. Nur, wir werden natürlich, es wird schwierig, das mit jedem Einzelnen zu tun. Und ich glaube, letztlich ist es natürlich auch eine Frage von Erfahrungen. Also, dass Pegida zum Beispiel dort am stärksten war, wo der Migrationsanteil am niedrigsten war, hat ja was mit konkreten Erfahrungen zu tun. Also Pegida war kein Phänomen von Offenbach oder, was sagt man hier, in NRW, Duisburg oder so, ja? Sondern es ist ein Phänomen in Sachsen. Also dass in Sachsen die Islamisierung des Abendlandes droht bei einem Anteil von, ich weiß es gar nicht, 0,2% Muslimen oder so, ist ja geradezu absurd. Das heißt also, das Argument auch, das von der CDU gerne gebracht wird, es sind zu viele Flüchtlinge da, deshalb werden die Menschen rassistisch, ist vollkommen falsch. Also es lässt sich einfach nicht belegen. Der Rassismus hängt nicht davon ab, wie viele Migranten im Land sind, sondern welche Stimmungen geschürt werden. Ganz im Gegenteil, in Städten, wo viele Menschen aus verschiedenen mit verschiedenen Nationalitäten zusammenleben, ist der Rassismus oft viel weniger stark ausgeprägt, weil die Menschen tagtäglich die Erfahrung machen, dass es ihre Freunde, ihre Nachbarn, ihre Kolleginnen und Kollegen und was weiß ich was alles sind. Also von daher, glaube ich, geht es auch um die Frage von Erfahrung. Und zuletzt, natürlich muss sich die Linke, wenn die Rechte stärker wird, muss sich die Linke auch immer, und damit meine ich die gesamte gesellschaftliche Linke, aber auch die Partei der Linke, immer fragen, was die denn bitte falsch gemacht hat. Und da finde ich, muss man diese Debatte auch selbstkritisch führen und die wird man auch nicht alleine in der Partei führen können, sondern da muss man auch von außen schauen, welche Verfehlungen es vielleicht auch gibt oder wo man vielleicht auch einfach ja, nicht genug gemacht hat, um solchen Tendenzen entgegenzuwirken. Und da fand ich auch deinen Punkt sehr richtig. Die Frage ist ja, wie verändern wir Gesellschaft und wie arbeiten wir in Parlamenten, mit welchen Erwartungen? Und ich glaube persönlich, dass sich Veränderungen nicht erreichen lassen durch die schönsten Anträge und die besten Reden in Parlamenten, sondern gesellschaftliche Veränderungen lässt sich erreichen, wenn es gesellschaftlichen Druck gibt. Und da kann man jetzt sagen, ist eine altbackene Parole, wir müssen alle auf die Straße. Ich will nur trotzdem daran erinnern, dass die großen Errungenschaften der Menschheit nicht über Parlamente und Regierungen durchgesetzt wurden, sondern immer über gesellschaftlichen Druck. Und die schönste und wichtigste Abstimmung, die ich im Hessischen Landtag je erlebt habe, war die Abschaffung der Studiengebühren 2008. Die wäre nie möglich gewesen, wenn es nicht 2 Jahre lang eine Studierendenbewegung gegeben hätte, die dagegen auf die Straße gegangen wäre. Es wäre, und wenn die Gewerkschaft nicht ins Boot gegangen wäre, es wäre sonst nicht möglich gewesen. Und ich glaube, das gilt für viele Errungenschaften. Wir hätten heute noch kein Frauenwahlrecht, wenn dafür nicht gekämpft worden wäre. Und wir hätten auch keinen 8-Stunden-Tag. Also ich glaube, dass man im Parlament Missstände aufdeckt, dass man Alternativen formuliert. Aber am Ende geht es darum, gesellschaftliche Druck auch aufzubauen, Kräfteverhältnisse zu verändern. Ich glaube, dass die Grünen in der Anti-Atomkraft-Bewegung mehr für die Abschaffung der Atomkraft getan haben, als sie da doch richtig dazugehört haben, als sie dann später mit ihrem halbseidenen Atomkompromiss gemacht haben. Also ich glaube deswegen, dass man auf gesellschaftliche Bewegungen setzen muss und dass man natürlich eben breite Bündnisse im Kampf gegen Rassismus braucht. Und das meine ich überhaupt nicht mit Parolen und Phrasen. Wenn es Parolen und Phrasen sind, brauchen wir die nicht. Ich meine, es ist ganz, ganz praktisch. Ja, kleiner Ort in Mittelhessen, da haben Neonazis, waren total stark dort, hatten dort so einen Hof, so eine Neonazi-WG, sind zu Wahlen angetreten, krasse Ergebnisse. Die haben Feste gefeiert, die haben dorthin mobilisiert und das war für die Leute vor Ort eine Katastrophe. Weil jeder, der sich ihnen in den Weg gestellt hat, eben genau solche Erfahrungen gemacht hat wie du, der die bedroht wurden, ja, und sich kaum auf die Straße getraut haben. Und über Jahre hinweg ist es gelungen, durch ein breites Bündnis und durch gesellschaftliche Gegenmobilisierung, dass die NPD weggegangen ist dort. Und dass die Menschen dort jetzt, dass es dort eben gelungen ist, dass die Menschen nicht mehr mit Angst auf die Straße gehen und dass niemand der migrantisch aussieht, Angst hat, in diesen Ort zu kommen. Und deswegen glaube ich, am Ende ist es total praktisch und konkret, ob man
das geht nicht um Parolen und Phrasen, sondern es geht darum, was man tatsächlich macht. Und da glaube ich, wird halt, also fällt mir nichts anderes ein, wie wir Rechte bekämpfen, statt also wie wir Rechte anders bekämpfen sollen, als dass wir uns ihren Demonstrationen entgegenstellen, dass wir breite Bündnisse gegen sie machen, dass wir Bildungsarbeit und Aufklärungsarbeit gegen sie machen und dass wir ihn wirklich gegen sie mobilisieren, wo immer das geht. Das fällt mir nicht so viel anderes ein, aber ich finde, da gibt es eine gute Erfahrung auch aus der Geschichte, wie es eben mit solchen Mobilisierungen dann auch gelingen kann, solche Kräfte zurückzudrängen und selbstverständlich den Kampf für die soziale Frage, für soziale Gerechtigkeit muss man immer mitführen, weil das ist natürlich ein Nährboden, nicht der einzige, aber ein Nährboden, auf dem eben Recht auch aufbauen kann. Vielen Dank nochmal an Janine und Andreas und natürlich an alle.